Hä? Sieh an, das ist doch Melanies Handtasche, oder? Oh, willkommen zurück, der nächste Teil Archibalds Abenteuer der NRW über 18 hier. Oh. Diese Handtasche lag da vorher nicht. Ich vermute mal, weil die Entführer ja mit ihr auch hier lang gegangen sind, dass sie dann vielleicht irgendwie es geschafft hat, uns... Oh, vielleicht ist da ein Hinweis drin, ihre Handtasche zukommen hat lassen. Was ist das denn? Na, oh, dieses Inventar. Öffne. Hoppla, was ist denn das alles? Ja, was denn? Sprich mit mir. Geldschein. Eine 100-Dollar-Note. Die hat 300 Dollar. Wow, und was ist das? Eine Mini... Hm? Sieh mal einer an. Ein Mini-Fotoapparat. Marke, Geheimdienst und Co. Ach so. Okay. Moment. Moment, Ausgang, Ausgang. Ach ne, jetzt benutzt er die Kamera mit dem Ausgang. Ne, doch nicht. Ja, ja, Fotolabor. Das... Der Kreis schließt sich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ach so, ich habe die Kamera nicht mehr als... Ja. Ich fürchte, das würde Melanie nicht mögen. Was? Och nö. Aber Moment. Gut, dann belassen wir das einfach so. Ich habe Geld. Das heißt, ich könnte jetzt vielleicht hier in aller Hoffnung dem Typ Geld geben und dann würde er endlich mit uns sprechen. Obwohl ich das dann sehr komisch finden würde, weil warum kann man sich nicht vorher mit... Das darf doch nicht wahr sein. Wieso kann ich mich jetzt erst mit ihm unterhalten, wo ich die Handtasche gefunden habe? Ich verstehe es nicht. Hey, was willst du denn hier? Ach, die Stimme kennen wir doch. Ich bin nicht ein Kunde. Ich bin Terrorist, dürfte ich hier eine Bombe deponieren. Ah, das ist so lustig. Ich bin Terrorist. Dürfte ich hier eine Bombe deponieren? Du willst mich auch noch verkohlen? Du Schlitze. Nun sag schon, was zum Teufel willst du hier? Ich? Verkohlen. Nun, vielleicht bin ich ein Kunde. Ha, eine Kundin. Du willst was klauen. Ich sehe es an dem Funkel deiner Augen, Kerl. Also, man muss dem Spiel zugutekommen lassen. Das Spiel ist schon sehr, sehr alt. Damals kannte man sowas wie IS und Berliner Weihnachtsmarkt. Da kannte man sowas noch nicht. Ich glaube, da kannte man noch nicht mal das World Trade Center. Also der Anschlag jedenfalls. Deswegen nehme ich dem Spiel das jetzt nicht krumm. Aber in der heutigen Zeit, wenn man sowas in einem Spiel bringt, ich weiß nicht, was das alles auslösen würde. Genau, hier gibt's ja der Reichtümer. Hören Sie auf, so beleidigend zu sein, Mann. Hören Sie auf, so beleidigend zu sein, Mann. Jetzt wirst du aber langsam noch frech, du Gauner. Dabei bist du bei mir auf Granit, verstanden? Was ist? Wollen Sie mir nun was verkaufen oder suchen Sie jemanden, um Ihre Wut abzulassen? Hm? Was ist nun? Was willst du denn haben? Ich brauche Sacht für einen Trip ins Landesinnere. Können Sie mir vielleicht Geld wechseln? Ich glaube... Für die Fotomaschine draußen brauchen wir Münzen. Hat er ja gesagt. Wir haben eine 100-Dollar-Note und ich glaube, der hatte 100 Kronen, genau. Ich brauche Sachen für einen Trip ins Landesinnere. Aha. Nun, was darf's denn sein? Alles. Ich brauche einen Hundeschlitten und Zuggeschirr und Hunde. Hunde gibt's zurzeit keine mehr in der Rücknein-Bitte. Aber einen Hundeschlitten habe ich. Zuggeschirr auch. Was davon willst du? Was? Es gibt keine Hunde in der Stadt? Keine Chance. Meinen letzten habe ich vor einer Stunde verkauft. Jetzt ist der Ofen aus. So was Blödes, das darf doch nicht wahr sein. Was ist nun? Was willst du denn haben? Alter, warum denn jetzt nochmal? Ich brauche es. Ach. Ich brauche einen Hund. Hund? Was darf. Ich möchte den Schlitten mal sehen. Da drüben steht er. Nicht mehr gerade das neueste Modell, aber vielleicht macht er noch ein paar Meilen. Kostenpunkt 1000 Kronen. 1000 Kronen? Das ist viel zu teuer. Kauf ihn oder lass es, Knabe. Was ist nun? Gut, meinetwegen. Hier sind 100 Dollar. Wir sind 1000 Kronen. Dankeschön.
Den Schlitten kannst du dir einfach dort wegnehmen. Und das Wechselgeld? Tja, sieht schlecht aus mit dem Wechselgeld zur Zeit, weißt du? Meine Kasse ist völlig leer. Hey, das ist doch wohl... Hör mal, Tipp, wenn du hier Ärger machen willst, mein Schwager ist Bürgermeister, mein Sohn der Dorfpolizist und meine Vetter der Schlachtermeister. Also, halt die Klappe, kapiert? Willst du sonst noch was haben? Elender Halsabschneider. Blöderweise brauche ich noch was. Was ist nun? Was willst du denn haben? Ja, schon wieder. Ich brauche Sachen. Aha. Ich möchte das Zuggeschirr mal sehen. Da gibt's nicht viel zu sehen. Ist halt ein olles Zuggeschirr, verstehst du? Kostenpunkt 400 Kronen. 400 Kronen für ein Zuggeschirr? Das ist ja Wucher! Mecker hier nicht rum, verstanden? Entweder du nimmst das Zuggeschirr oder du lässt es. Was ist denn? Also ich hatte das gerade mal eingegeben. 1000 isländische Kronen sind 7,44 Euro. Eieieiei. Und Moment, das Ganze in Dollar. Fidschi-Dollar, nein, Moment. Moment, das ist wahrscheinlich unter US-Dollar. Moment, ich bin gleich soweit. Ja, US-Dollar, da haben wir's. Da haben wir, das sind 8,23 Dollar. Alter, der hat gerade, weiß ich nicht, wie viel Gewinn gemacht. Überleg mal. Ach zur Hölle, hier sind 100 Dollar. Ach zur Hölle, hier sind 100 Dollar. Alter! Schönen Dank, mein Bester. Da drüben hängt das Zeug. Du kannst es dir einfach dort wegnehmen. Das darf nicht. Tja, und das Wechselgeld? Tja, sieht schlecht aus mit dem Wechselgeld zur Zeit, weißt du? Boah. Meine Kasse ist völlig leer. Ja, hey! Das ist doch wohl... Hör mal, Tipp. Wenn du hier Ärger machen willst, mein Also, ja, ja. Willst du... Es ist unglaublich. Elender Halsabschneider. Blöderweise brauche ich noch was. Was ist nun? Was willst du denn haben? Können Sie mir vielleicht Geld wechseln? Geld wechseln? Hm? Das wird eher schwierig. Ja, warum? Ich habe 100 Dollar und brauche eine 100-Kronen-Münze. Kein Problem. Eine 100-Kronen-Münze habe ich. Nur eine. Tja, das Geschäft geht schlecht zur Zeit. Mit Wechselgeld sieht's übel aus. Ja, aber 100 Kronen, das sind höchstens 2 Dollar. Was ist, Bursche? Willst du die 100 Kronen nun haben oder nicht? Boah. Gibt's denn hier keine Bank? Eine Bank? Klar, gibt's hier eine Bank. Vor dem Haus links, dann rechts, dann circa 150 Meilen übers Gebirge und den Gletscher, dann die zweite links und schon bist du da. Okay. Danke für den Tipp. Das mache ich. Was? Okay, schade. Hey, was willst du? Ich? Ha, du willst... Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Hören. Jetzt will. Was ist? Was ist? Können Sie. Geld. Ich habe kein. Unglaublich. Er hat gerade das Geschäft seines. Und hier hast du die 100-Kronen-Münze. Er hat gerade das Geschäft seines Lebens gemacht. Unglaublich. Immerhin weiß ich jetzt, wer der Dieb von uns beiden ist. Nicht so frech, du Würstchen, ja? Jetzt. Verzieh dich. Ich erwarte jede Minute höhere Kundschaft. Bin ja schon weg, du Ganove. Allerdings. So, dann kann man den Schlitten nehmen. Natürlich steckt er den jetzt in die Skills. So, das hätten wir, das hätten wir. Jetzt können wir mit unserer 100-Kronen-Münze wohl endlich vorne das Fotolabor benutzen. Hoffe ich jetzt jedenfalls mal. Wofür auch immer das gut ist. Das wird mir wohl nicht viel einbringen, wenn ich da einfach nur mein Geld reintue.
Ich fürchte, das würde... Ja. Ach, nö. Den Mann fotografieren. Ich fürchte, das würde mir... Ja, okay. Okay, ich hab was. Na, Archibald? Hast du schon die Sachen, die wir brauchen, beisammen? Einen Schlitten habe ich. Und ein Zuggeschirr auch. Aber der Rest, da muss ich noch suchen. Tja, ich schlage vor, ich fahre hier noch und versuche, ein paar von diesen Kerlen ins Gewissen zu reden. Wenn du alles hast, kannst du mich erholen. Na gut, bis dann. Muss ich die vielleicht erst aufmachen? Nein. Nin? Habt das gelesen? Nin? Filmkassette! Ah! Ich musste sie da rausholen. Ah! Gut, der Film ist nun drin. Wenn ich das Ding jetzt auch noch bezahle, dann könnte es vielleicht was werden. Ah, es wird ein Schuh draus. Natürlich. Ein Foto. Vielleicht ein Foto von der Karte. Ja, Archibald, sprich mit mir. Ein Foto. Ha, na, das ist eine Entdeckung. Das kluge Mädchen ein Foto vom Plan des Captains gemacht. Damit kann ich den Gunnwald jetzt zeigen, wo wir hin müssen. Jetzt sagen wir es ihm noch dreimal. Na, Archibald? Hast du schon die Sachen, die wir brauchen, beisammen? Hab ich alles. Außer den Hunden, leider. Tja, ich fürchte, Hunde gibt's derzeit keine mehr hier in Regneinwig. Aber ich weiß eine Möglichkeit. Du ziehst den Schlitten und ich lenke. Alles klar. Fabelhafte Idee. Wie bitte? Ich glaube, ich höre nicht recht. Nein, da muss es eine andere Möglichkeit geben. Ja, wenn du meinst, dann zieh mal zu, ob dir was Vernünftiges einfällt. Bin schon dabei. Okay. Nein, ich habe beschlossen, den Schlitten selber zu ziehen. Ah, das ist doch ein Fort. Also, dann lass uns mal loslegen. Ja, los geht's. Na, endlich. Darth Vader. Nein, ist klar. Oh, wir sind angekommen, wo auch immer. Oh Gott. Super, und jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Die alte Wetterstation. Hier fahre ich lange nicht mehr. Das ist die alte Wetterstation? Von der habe ich schon gehört. Der Professor wollte sich hier mit jemandem treffen. Tja, vielleicht ist er drin. Du könntest ja mal nachschauen. Das werde ich tun. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Gag ist oder ob hier irgendwas vergessen wurde zu zeichnen, aber das Haus hat keine hintere Seite. Irgendwie fehlt hier was. Ja, genau das denke ich auch. Da steht Wetterstation, verlassen, mit Wetterhahn. Weltenschmiede, Kulissenabteilung, Lagernummer 0815 WW irgendwas. Ja, Kulisse, super. Genau das dachte ich mir. Ich wusste es. Einfach, schon wieder. Oh, ein Generator. Das ist, aha, ein Stromgenerator, wie es scheint. Und der Wetterhahn.
Ein Polarhahn. Sieht aus wie eine Funkantenne. Wir betonen heute alles etwas anders. So. Guck mal, jetzt kann ich hier auf die Tür klicken, wie ich will. Er macht sie nicht auf. Jetzt muss ich hier auf Öffnen klicken. Warum musste ich das eben bei dem Ladenbesitzer nicht machen? Hä? Wie geht das denn? Ich denke, da war nur eine Kulisse. Okay, ich nehme alles zurück. Lieschen, die Mona Lisa. Sieh an, Leonardo ist auch schon hier gewesen. Das ist ein Toaster oder etwa ein Boiler? Nein, ein Funkgerät. Ja, ganz sicher. Das ist das Gegenteil eines Lautsprechers. Alles klar. Okay, funktioniert nicht. Ich fürchte, der Funk funktioniert nicht. Vielleicht braucht er eine Milchschnitte. Aha, 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 aha. Außerirdisches Monster. Ein Leguan. Also sowas, der gehört doch in die Höhlenwelt. Oder? Soll das sein? Oder ein... Ah, wie heißt es denn jetzt? Eine Echse hier. Ach, wie heißt es denn jetzt? Ich komme nicht auf die Namen. Das muss der Eistee sein, von dem der Programmierer mit immer erzählt. Ich sag nichts dazu. Oh, ein kuscheliges, warmes Bett. Auf dem Rückweg gönne ich mir eine Mütze voll. Ganz bestimmt. Aber jetzt ruft die Gefahr. Zettel. Da liegt ein Zettel. Möchte zu gern wissen, was draufsteht. Nimm ihn dir. Oh! Vorsicht mit dem Kilt. Klar. Und... Eine Nachricht, da steht: Miller, das Wetter wird immer schlechter. Muss jetzt zu Fuß weiter, nachdem ich in der Nähe notgelandet bin. Kommen Sie nach, sobald Sie können. Funkfrequenz 113. Bis bald, Professor Rucklesby. Aha, Funkfrequenz 113. Funktioniert nicht. Erstmal gegenhauen. Ach, er mag ihn. Ich fürchte, der Funk funktioniert nicht. Vielleicht braucht er eine Milchschnitte. Ja. Vielleicht braucht er Strom. Oh, halt! Was war das? Beispielhaft. Sogar an eine Klimaanlage hat man hier gedacht. Sowas gibt's nicht in jedem Adventure. Ach ja, natürlich. Eine Klimaanlage hier mitten in... Im ewigen Eis. Tja, gut. Oder weniger gut. Fässer, Weg. Wo geht's hier weiter? Aha. Da ist also die Absturzstelle. Eine zweimotorige. Das ist schon eine Kunst, mit so einem Ding abzustürzen. Höchstens noch einen... Küchenkühl. Achso. Schlauch. Sieht so aus wie eine Benzinleitung. Ah, die könnte ich vielleicht für den Generator benutzen. Wird nichts nützen. Okay. Tja, das wird trotzdem leider nicht viel nützen. Okay. Ja, aber ich habe sonst nicht viel an Werkzeug, was ich jetzt hier... höchstens noch als Küchenquirl, ja. Ich brauche diesen verdammten Schlauch. Definitiv. Aber wie kriege ich den ab? Nein, mit dem Zauberseil bestimmt nicht. Manu! Moment, vielleicht frage ich mal...
Gandalf hier, Gundolf. Wie heißt der denn jetzt? Gunnwald. Vielleicht weiß er ja was. Irgendwas herausgefunden? Ja, so allerlei. Mir mangelt's an Benzin. Hast du welches? Benzin? Du lieber Himmel, nein. Wo soll ich das denn herhaben? Sowas findet man nur an Tankstellen oder in irgendwelchen motorisierten Fahrzeugen. Tankstellen? In motorisierten Fahrzeugen? Ja, doch. In Autos, Flugzeugen und so weiter. Hm? In Flugzeugen? Ja. Ach so. Ach ja. Schnur. Ah, hier gibt's noch mehr. Dem guten Stück mangelt's offenbar an Benzin. Nett, das Ding hat sogar einen Tank, leider ist der leer. Ja, nur das Ding ist, wie kriege ich jetzt... Na, die Fässer, da ist im Moment vielleicht da. Wie soll ich die Benzinleitung da jetzt aufkriegen? Vor allem, und dann müsste ich das Benzin ja auch irgendwie Oh, warte mal. Was ist denn, wenn wir das da reinfüllen? Das geht doch nur mit Benzin. Mann, die Idee war so gut. Hier gibt's echt nichts mehr im Inventar. Benutze. Höchst noch als Küchenquelle, ja, aber... Das Geschirr vielleicht? Einfach mal so dran machen. Ja, ich weiß. Mann! Aber ansonsten, im Inventar nicht wirklich was, was mir da jetzt noch hilft. Okay. Wie ärgerlich. Jetzt bin ich endlich hier. Auf einen, da kann ich auch nicht rein, oder? Nee, da komme ich nie rein. Ich habe echt nur hier vorne den Schlauch. Wie eine Benzinleitung. Ja, und mehr kann ich damit nicht machen. Mit dem Haken könnte man doch vielleicht was machen. Nein. Freunde, ich bin wiedermals an einer Stelle angekommen, wo ich jetzt gerade echt überfragt bin. Hier gibt es nur die zwei Motoren und die Benzinleitung. Hier draußen haben wir nur die Fässer, das Schild, den Generator mit dem Tank und der Schnur. Und hier oben der Gockel mit der Bomberjacke. Ich muss irgendwie an Kaya ja nachdenken. Die Antenne ist... Ja. Und hier gibt es sonst auch nichts. Das Funkgerät. Die Flasche kann ich nicht benutzen. Tja, benutzen kann ich ihn auch nicht. Ich kann ihn mir nur angucken. Die Tür schließen kann ich auch nicht, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwas hinter der Tür ist. Das Lieschen... Ja. Hier klopft er jetzt wieder nur dagegen. Einmal unten, einmal oben.
Man kann die Aktion auch nicht abbrechen, auch wie geil. Frage, wie schön warm er sich jetzt angezogen hat, ne? Eine Milchschnitte. Was will er mit seiner Milchschnitte? Ich verstehe es nicht. Das ist mir zu hoch, das ist mir zu hoch. Habe ich eigentlich irgendwas zum Happern? Da. Nee, es geht nur zu Bruch. Oh, ich überhalte, du sollst es auch nicht kaputt machen. Ihm das vielleicht mal? So als Snack zwischendurch zum Warmhalten? Nee. Ja, so ein Prinzip. Ja, stimmt, sowas gibt's hier nicht. Ja, stimmt. Sowas gibt's hier nicht. Oh, was für eine Unterhaltung. Freunde, ich kann nichts anderes sagen, als jetzt, Folgendes zu machen, hier wieder Schluss zu machen und, dann werde ich mich jetzt aber erstmal um Bermuda-Syndrom kümmern. Hier werde ich mich dann mal die nächsten Tage dann nochmal dran setzen und gucken, was ich hier vergessen habe und dann geht es hier weiter im ewigen Eis. Macht es gut, bis dann, NRW bei 18, adieu.